müsstet ihr, glaube ich, gerade einen kleinen Cut gesehen haben. Da hat in diese Test habe ich eigentlich nur gesagt, falls sich jemand wundert, warum die sich diese Werkzeuge immer selbst wieder heilen. Das liegt an diesen Dingen hier, dass man mit dem Mod, den wir drin haben, bauen kann. Das ist eigentlich ziemlich OP, weil es repariert die Rüstung und alles gleichzeitig pro Sekunde. Also pro Sekunde so ein. Was ist denn jetzt los? Hä? Und was hat denn? Alles klar. Ne? Wo war ich denn jetzt? Keine Ahnung. Stellt euch den Satz selbst völlig zusammen. Nee. Doch. Da! Guck, ist gerade einer abgestürzt. Er ist sogar noch rot. Das ist gedroppt. Käse. Guck, wenn ich mir das hier drauf stelle, dann brenne ich. Weil der noch heiß ist. Was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil der Mond hat ja keine Atmosphäre, wodurch die eigentlich gar nicht anfangen zu brennen. Macht eigentlich gar keinen Sinn. Da. Komm, gib her. So, parken wir den Mondbuggy wieder her. Mann! Die Schwerkraft. Hä? Blöde Schwerkraft. Wie sehen die Batterien aus? Aha, aha. Aber ich sehe hier schon Luft. Weil ich keine Luft produziere. Vielleicht sollte ich das Ding echt, wenn ich weg nicht hier bin, deaktivieren. Echt praktischer. Und so spare ich ja nicht nur Luft, sondern auch Strom. Komm auch nochmal voll. Jetzt gehe ich zu Fuß noch mal irgendwo hin. Und suche noch mehr. Also 5 haben wir auf jeden Fall schon mal. Und die Lohnroute, keine Ahnung warum. Kleine Verschönerungsarbeiten vornehmen, habe eh nichts zu tun. Nee. Die kommt jetzt auch mit. Die bleibt nicht hier oben auf dem Mond. So, deaktivieren und Tür auf. Jetzt spare ich wenigstens noch ein bisschen Luft. Gut, wo gehe ich jetzt suchen, ne? Warum liegen die XP? Habe ich in solcher Entfernung die Monster gekillt? Hä? Die prallen alle ab? Hä? Hui.
Hallo, sind hier irgendwo Steine? Ich brauche Steine. Steine, die vom Himmel fallen. Komm, sechs kriegen wir da noch hin. Ah ja, hier ist gerade einer. Guck, der macht auch Feuerschaden. Gerade ist hier noch einer abgestürzt. Komm, bau ab. Die fallen am Anfang sogar relativ oft vom Himmel. Aber später lässt es, glaube ich, nach. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich sehe ihn doch bis hier. Guck mal, jetzt findet man die alle. Zu Fuß habe ich die immer besser gefunden. Ich habe keine Ahnung warum. Der ist auch frisch abgestürzt. Die fallen jetzt alle vom Himmel. Gehen wir mal ein bisschen in Kreisen um die Basis. Bogen getroppt. Das war einfach nur eine Höhle. Sieht man hier mal irgendwas? Nee. Man sieht, dass auch meine Luft geht schneller weg. Das liegt daran, weil mein Herzschlag höher ist. Es gibt sie das tatsächlich auch. Wäre jetzt einer am Boden, könnte der sehen, wie mein Herzschlag ist, auf unserem Monitor. Das haben wir nämlich hier auch gemacht. Ist die Kapsel jetzt despawned? Die spawnt die nach einer Zeit? Tatsache. Hätte ich nicht gedacht. Ne, ich glaube, ich finde keine mehr. Sieben. Ah, doch. Stehe vor einem und sag, ich finde keine mehr. Toll. Sehr schön. Das heißt, diese kleinen Dinge, das sind das tatsächlich Absturzstellen. Daran kann man sich ja orientieren. Warte. Das würde ja dann auch bedeuten, ja gut, die da hinten, habe ich schon gesehen. Da waren wir ja eben. Dann ist da hinten oder ist es eine Höhle nur? Absturzstelle, aber da war ich auch schon. Mehr Abstürze, da hinten ist noch einer, aber da war ich doch bestimmt auch schon. Nee, hoch! Nein! Spinner! Ja, Absturzstelle. Creeper kommt nicht. Ich kann auch schon mal nach der nächsten gucken. Ja, ich habe schon einen gefunden. Auf der anderen Seite von diesem fetten Krater hier. Dem hier. Hier. In die Richtung. Hier. Aber hier war ich auch schon. Da ist noch eine. Alter, wenn man sich mal überlegt. Das sind gerade alles Absturzstellen. Dann sind das echt scheiße viele. Auch wenn ich da schon war, da ist jetzt nichts drin, aber da war mal was drin.
glaube, das war eine normale Vertiefung, das ist eine Höhle. Das heißt, das war jetzt nichts. Ah, geh weg. Ach, der tut Lohnrouten. Aha. Hä? Glas? Eis? Okay, das verstehe ich jetzt nicht, aber muss ich auch nicht. Jetzt sehe ich aber keine mehr. Ich gehe mal nach Hause. Wie viel habe ich denn jetzt? 9. Ja, komm, ich wollte 10, jetzt habe ich 9, egal. Hüpf, hüpf. 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 Man sieht schon den fetten Krater immer. Da war Abschlussstelle, aber da war ich glaube ich auch schon, ne? Ja, da war ich schon. Hier hinten werden sie auch wieder mehr. Die Luft geht da. Geh weg. Toll, das kann ich mir erst. Ah. Wie viel denn noch? So, du gehst weg. Du machst einen Abgang. Und du machst einen Abgang. So, mal alles freigemacht. Ja gut, außer die hier. Tür auf. Tür zu. Aktivieren. Und dann check. Wieder einen Tank auffüllen. Es geht echt schnell weg, die Luft. Aber jetzt haben wir ja wieder einiges, was wir nach Hause bringen können. Da hinten, hier in diese Richtung, sieht man ja so einen ganz dunklen Krater. Das ist ein Dungeon, da war ich ja schon drin. Das war das erste, da habe ich den Bauplan für Mondwurfe gefunden, aber den hatten wir ja schon. Aus dem Anfang Wallplay Gründen. Da fällt mir ein, wir haben ja noch sowas. Also wir haben noch mal so eine Abschlussstelle irgendwo hingemacht, aber wir haben schon vergessen, wo die war. Irgendwann werden wir die finden. Los, jetzt kommen wir eigentlich nach Hause. Wieder deaktivieren. Eigentlich angezogen habe ich. Achso. Da. Nein. Das eher abbauen. Denn irgendwie ist das leicht verbuggt. So. Batterie habe ich noch, dann lade ich die letzte noch mal auf. Strom haben wir ja sogar noch genug. Glaube ich, ja, ein Tank noch voll und der hier angebrochen, leicht. Ich weiß gar nicht, warum mir die Luft ausgeht. Ach so. Stimmt. Das ist blöd gelegt. Irgendwann muss das mal einer anders machen. Was meinen hier? Nee, ist richtig. Voll. Tun wir mal alles rein. Zack, 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 zack. Ja gut, die jetzt nicht. Das. Ja nee, Fuel bleibt hier oben. Die Kanister nehme ich mal mit. Den Eimer auch. Mundwurm liegt auch hier. Nein. Abbrechen.
Tschüss, Mond. Nochmal. Habe ich alles. Ich habe eine Batterie dabei, egal. Ich habe noch eine dabei. Habe ich alles. Ja, das Wichtigste habe ich wenigstens schon mal. Starten wir nach Hause. Endlich wieder zurück auf die Erde. Ich weiß gar nicht, wie lange es schon die Folge geht. Nö. 15 Minuten plus den Cut. Also mal bei 25 Minuten so ungefähr. Würde ich jetzt mal schätzen. Und take off. Die wollte ich doch hier lassen. Egal. Wir fliegen nach oben. Wir sehen den Mond unter uns. So halb. Jetzt sehen wir ihn ganz. Ja, wenn ich so gucke. Ab nach Hause, endlich. Alter, wie lange dauert das von Mond zu starten? Der ist doch so klein. So nicht viel Anziehungskraft, endlich. Na, fliegen wir nach Hause, ne? Landung! Hui, da ist die Kiste mit den Sachen. Wir landen. Immer an derselben Stelle. Okay, ich gehe schon mal in Kampfbereitschaft. Was ist denn hier passiert? Spinnenarmee. Ach komm! Ich war doch nur kurz weg! Alter. Wenn ich jetzt sterbe. Erstmal weg. Mein Pfeil. Hilfe, 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 Hilfe. Ich brauche schnell ein Pfeil. Hier. Da. Ich hab den Enderman angeguckt. Kacke. Ah, auf den zu schießen macht eh keinen Sinn. Komm her. Mann! So, stirb. Stirb, 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 stirb. Und stirb du auch. Und du. Stirb. 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 Hat er was gedroppt? Ja, eine Perle. Wie viel EMC hat die? 3000? Kann ich jetzt meine Sachen holen? Danke. Fernlachs. Nee, nicht dahin. Die lasse ich auch da stehen. Ich glaube, die spawnt eh irgendwann. Ah!
So funktioniert das. Oh, das fällt mir jetzt ein. Ja, geh weg. Wag es nicht, irgendwas von der Rakete zu klauen. Inventar ist voll. Komm her, ich habe Besseres zu tun, als mit dir zu kämpfen. Ja, komm. Wo bist du? Tschüss, Enderman. Dann halt nicht. Nein, hier mit. Flagge bearbeiten. Mach ich auch immer. Keine Ahnung. Das Uah. Ah. Nee, nochmal abbrechen. Ne, Japaner. Kästchen, Pinsel. Kann ich doch einfach. Wie nennen wir unser Team? Aber ich kann keinen Namen für. Wir nennen es U. Ich brauche mal Hautfarbe. Boah, das ist so kacke hiermit. Erstmal. Hä? Geil, 2 Punkte. Boah. Ich bin ein Künstler. Ich weiß nicht von welchem Land, aber das ist auch von irgendeinem Land, die Flagge. Auch von irgendeinem Land die Flagge. Aber wir machen jetzt noch ein. Sieht doch eigentlich ganz schön aus. Okay, das ist meine Flagge. Nee, das in der Mitte sieht kacke aus. Mehr grün und mehr rot.
7. Dunkelblau. Flagge Designing. Nee, warte, ich mal das anders. So sieht doch ganz schön aus. Rück. Und jetzt will ich mal gucken. Genau, das ist nämlich jetzt meine Flagge. Und die sieht jetzt so aus. So, das ist meine Erde. Die anderen dürfen jetzt nicht mehr leben, ist es meins. Die nehme ich mit auf den Mars. Kann man da eigentlich noch machen? Ja, nur das eigentlich, ja, ne? Serverstatistik und globale Statistik. Ich will hinzufügen. Baum. Nee, geht nicht. Anmerkung, Spieler, wir müssen eine Reichweite von 25 Blöcken sein. Okay. Also sind sie es nicht. Zack. So, und wir machen das jetzt die Tier-2-Rakete. So, das gehört jetzt alles mir hier oben. Der oberste Stock gehört mir. Meine Flagge. So, als erstes müssen wir das brennen. Können wir unten an unseren Strom gehen? Liegt noch Zinn. Und jetzt dort da rein. Das kann da rein. Das mit. Das. Das Tier, das kann weg, nee, geht nicht. Doch bei mir, das kommt auch bei mir, das kommt weg. Und das kommt weg. Irgendwie komme ich hier nicht mehr raus. Meine Tastatur hat gerade versagt. Mann, wieso jetzt? Das ist der schlechteste Zeitpunkt für die Tastatur. Oh. Einen Moment bitte. Hey, warte, ihr hört mich immer noch. So, wenn wir mal gleich den Tisch ein bisschen auf Seite schieben und ist hier hinten am Computer, welches Kabel ist denn das? Das ist die Maus und das ist raus, wieder rein. So, ihr habt die Töne gehört. Links wogegen kommen. Jetzt könnte der mal bitte die Tastatur erkennen und hochfahren. Ach nee, mein Kopf ist gerade versagt. Yeah.